Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Es ist Montagabend, es ist Zeit für unser Duell Rudi Fussi gegen Andreas Mölzer. Wir starten diesmal international und zwar schauen wir nach Ostdeutschland. Gestern Abend zwei Landtagswahlen, eine in Brandenburg, eine in Sachsen. Bei beiden Landtagswahlen hat die AfD massiv zugelegt. Die Großparteien wurden abgestraft, die CDU, aber auch die SPD vor allem. Herr Mölzer, es ist, muss man sagen, ein Erdrutsch gewesen für die AfD, aber nicht der ganz, sage ich mal, oder nicht der Extremfall. Man hat ja sogar gerechnet, dass es sich in einem Bundesland, in Brandenburg, sogar ausgehen könnte, dass man Erster wird. Das ist es, so weit ist es dann nicht gekommen. Ja. Ihrer Meinung nach, aber dennoch ein Riesenerfolg für die AfD. Riesenerfolg, wenn man sich überlegt, wie die Medien die AfD behandelt haben in diesem Wahlkampf, ne, und schon immer, ne, dann ist es ein Wunder, dass sie dieses Ergebnis erzielen konnten. Es ist halt so, in den östlichen oder neuen Bundesländern der Bundesrepublik etabliert sich eben eine patriotische Partei, die verteufelt wird vom Establishment und die natürlich trotz vielen Schwächen, die man so als junge Partei hat und Anfangsschwierigkeiten, die offenbar dabei ist, dort ein fixer politischer Faktor zu werden und nicht nur in den neuen Bundesländern, sondern damit immer stärker auch in der gesamten Bundesrepublik. Das lässt sich nicht verhindern. Und schauen Sie, wie ARD und ZDF die behandeln. Das sind zweite Kraft. Interviewt werden alle zuerst. CDU, SPD sowieso, dann die Grünen und alle möglichen und die immer zuletzt und so weiter. Das ist schon eine gezielte Kampagne gewesen, die nicht aufgegangen ist. Aber vielleicht hat sie 1-2% gekostet, die eventuell mehr drinnen gewesen wären. Kann man die AfD eigentlich mit der FPÖ vergleichen oder sind das doch im Endeffekt, sind die noch extremer als die FPÖ? Es kommt darauf an, wo man hinschaut. In Ostdeutschland, etwa in Brandenburg, der Spitzenkandidat ist seit 20ern fest, nicht nur in der rechten Szene, sondern wirklich der rechtsextremen Szene verankert. Die AfD ist in manchen Bereichen sicher deutlich aggressiver und schärfer als die FPÖ und das heißt was. Aber ich würde das Wahlergebnis, so schockierend es für alle ist, die jetzt mit der AfD nichts zu tun haben, nicht überbewerten wollen. Die Ostdeutschen fühlen sich, und das weiß man aus unzähligen Studien, abgehängt. Und das wahrscheinlich auch zu Recht. Man hat ihnen die blühenden Landschaften versprochen, das ist nicht eingetreten. Die sind sozusagen wirklich als Bürger zweiter Klasse behandelt worden. Und AfD wählen die meisten dort nicht, weil sie etwa rechts wären, sondern weil die Stimme für die AfD die beste Möglichkeit ist, Verzeihung die Ausdrucksweise, aber dem System Fuck you zu sagen. Also eine wirkliche Proteststimmung. Ich glaube nicht, dass 27.000 Stimmen von den Linken zum Beispiel gekommen. Zum Beispiel die Linken waren sozusagen. Also ich glaube nicht, dass das eine Links-Rechts-Diskussion ist. Ich glaube nicht, dass sich die Menschen von der AfD Lösungen erwarten. Das glaube ich auch nicht. Aber die Proteststimmung ist eindeutig. Und was dazu kommt, ist natürlich, was man immer vergisst, und das gilt ebenso zum Beispiel für Ungarn und für andere osteuropäische Staaten, die hatten ja bis 1989 so gut wie keine Ausländer, außer den kommunistischen Bruderstaaten, wo die Vietnamesen nach Tschechien auf Urlaub fahren haben können und dann dort geblieben sind. Das heißt, hier ist man das nicht gewöhnt, hier hat man trotz niedrigen Ausländeranteils einfach starke Aversionen, die sind einmal grundsätzlich da, aber das große Gefühl ist, man fühlt sich abgehängt. Die AfD ist, gestern, ich bin den ganzen Abend an ARD, ZDF geschaut, das war der Parteichef Meuthen, es war der Gauland bei der Anne Will, also es waren schon Sie alle sehr prominent. Sie fair behandelt werden. Also wissen Sie, Herr Mölzer, ich bin der Meinung, und das sagen führende ARD und ZDF-Journalisten, dass man sagt, es gibt einfach Grundwerte in diesem Land, nämlich deswegen, in Deutschland. Deswegen kann man demokratisch die AfD gewählte Partei nicht fair und die demokratisch gewählt alleine bedeutet nichts, nein, sondern... Das bedeutet alles, Herr Fussi, finde ich nicht. Nein, sondern die AfD stellt sich außerhalb des Grundkonsenses und das funktioniert ja in Deutschland auch, dass selbst die CDU sagt, etwa der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, gestern in der Fernsehdiskussion bei Anne Will auch, der sagt einfach, egal was die machen, die AfD, die sind einfach niemals regierungsfähig. Und das ist demokratisch. Aber die Frage ist, werden sie nicht genau dadurch stärker gemacht? Na, sicher, das ist ja das, was glaube ich auch der Andreas Opfermythos. Der Opfermythos ist natürlich, so wie der FPÖ geholfen hat, die sind alle gegen uns, niemand will mit uns, wir werden ausgegrenzt. Die Wahrheit ist doch eine andere. Diese Parteien, die FPÖ und die AfD, grenzen sich ja selbst aus, weil wenn ich unklares Verhältnis zum Neonazismus habe, bei der AfD noch viel stärker und dann noch so ein paar alte Nazis herumrennen habe, was schade ist, weil eines muss man sagen, sowohl die FPÖ als auch die AfD sind sowas wie Fieberthermometer unserer Gesellschaft. Jetzt sagen Sie mir mal schnell, wo die Altnazis sind, die herumrennen bei der AfD.
Na, wenn Sie sich einmal anhören, der Herr Gauland, der wenn Sie sich, CDU wenn oder Sie sich, wenn Sie sich anhören, okay. Die gloriose Verherrlichung teilweise der deutschen Wehrmacht von manchen AfD-Politikern, das ist nicht hinnehmbar. Na, von welchen, wo? Das ist selbst Gauland Gauland Leute, war jahrzehntelang CDU-Politiker. Das macht ja nichts. Na schon, was heißt Altnazis? Was ist das für ein Argument? Was ist das für ein Argument, pauschal zu sagen, da laufen Altnazis herum? Das ist genauso, zu sagen, dass demokratische Wahl nichts bedeutet. Nein, es bedeutet nichts als Argument. Entschuldigen Sie einmal, bei allem Respekt. Meine Aussage bezieht sich darauf, dass man aus einer demokratischen Wahl, wo man gewählt wird als Partei und in einen Landtag oder ein Parlament einzieht, daraus kein weiterer Anspruch erfolgt, nämlich, weiß nicht, mehr Sendezeit zu bekommen, in eine Koalition gehen zu können. Wenn alle anderen sagen, nein, es hat uns so grauslich und das funktioniert genauso wie es mit dem Front National in Frankreich. Und wenn sie eine Mehrheit haben, dann schaffen wir es halt ab, die Demokratie, oder was? Nein, oder was ist, nein, die, na, was ist, wenn die 51% hätten in Sachsen oder mal Holland, dann schaffen wir es ab, wenn die Fussis und ihre Freunde das abschaffen. Nein, Herr Mölzer, warum? Dann hätten sie die absolute Mehrheit, weil es demokratisch gewählt wäre. Eine Partei mit 20, 26, 28 Prozent. Lächerlich, die kann man marginalisieren. Aber der stehen noch immer 72% entschlossene Demokratinnen und Demokraten gegenüber. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie ein selektives Demokratieverständnis haben. Ja, dann ist das ein falscher Befund Ihrerseits. Wo links alles erlaubt ist und rechts ein Pauschalverdacht. Entschuldigen Sie, ich würde niemals die CDU oder die FDP irgendwie oder die ÖVP in dem Fall in Österreich für nicht regierungsfähig halten. Selbstverständlich sind die staatstragende Parteien, auch wenn sie ideologisch nicht meinen Werten entsprechen, aber die AfD steht außerhalb jeglicher Diskussion. Wenn man sich ansieht, die Diskussionen, im Übrigen gilt das auch für die FPÖ, wenn jetzt erst wieder der Fall war, von diesem oberösterreichischen Landesrat Klinger, der gesagt hat, die Mischkulturen, wieder mal ein Nazi-Begriff, und der andere geht her und sagt, die Drogendealer-Flüchtlinge, nämlich der FPÖ-Chef von Kärnten, der Herr Dahmann, sollen mit der Zahnbürste ihre Zellen putzen. Ja. Also entweder sind das Vollidioten oder sind Rechtsextreme und beides will ich nicht. Jetzt sagen wir mal den Herrn Mölzer zu Wort. Ja, also schauen Sie, die Pauschalverdächtigungen gegenüber der AfD sind ein Unsinn. Und man muss eins einmal sich zu einem durchringen, dass man demokratische Wahlergebnisse respektiert. Und vor allem öffentlich-rechtlich, um zurückzukommen auf ARD und ZDF, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat das erst recht zu tun. Der hat nicht geschmäcklerisch zu sagen, die sind uns nicht fein genug und die bringen wir nicht oder bringen wir untergeordnet. Das geht nicht. Ne? Das Zweite, diese Pauschalverdächtigung, die muss man belegen. Ne? Da muss man sagen, wo sind die alten Nazis? Wo sind, ja wo denn? Na, wo denn? Hunderte Einzelfälle in der FPÖ reichen Ihnen ja auch nicht als Beleg, Herr Mölzer. Hunderte, tausende Einzelfälle. Na okay. Herr Fussi, das Niveau wird schwer zum Aushalten, muss ich sagen, wenn man so diskutiert. Ne? Und das Zweite... Aber das ist jetzt eine Schutzbehauptung. Warum eine Schutzbehauptung? Entschuldigung, Sie haben meinem Argument ja nichts entgegenzusetzen. Ich habe dem Argument sehr wohl was entgegenzusetzen, dass die AfD pauschal, also eine rechtsextreme Partei, aus dem demokratischen Konsens ausgeschlossen wird. Das bestimmen nicht Sie, nicht ich, das bestimmt der Wähler, verdammt nochmal. Nein, das bestimmen die anderen Parteien. Und der Verfassungsstaat. Das bestimmen die anderen Parteien. Nein, die Parteien auch nicht. Der Verfassungsstaat bestimmt es. Und wenn was dagegen spreche, dann reagiert der Verfassungsstaat durch Verbote und, und. Und die gibt es nicht. Also bitte, bleiben wir noch Demokraten. Ich habe niemand gesagt, dass die AfD verboten gehört, Herr Fussi, Mölzer. Bleiben wir Demokraten. Ne? Und damit hat sie auch alle Möglichkeiten, die eine demokratisch gewählte Partei in Gremien hat und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Selbstverständlich. Nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk fußt auf dem Grundgesetz und auf anderen Werten. Ja. Und da sagen die Journalisten sehr deutlich, und das hat nichts mit Meinungsjournalismus zu tun, sondern dass wenn jemand staatsfeindlich wie die AfD in manchen Teilen Wenn das stimmen würde, dann würde sie verboten werden, dann würde es ein Verbotsverfahren geben. Und das gibt es nicht, Herr Fussi. Das wissen Sie genau. Stellen Sie es nicht für die Seher den Raum. Ein Verbotsverfahren. Natürlich, also, wenn Sie verfassungsfeindlich und staatsfeindlich sind. Entschuldigen Sie, wenn jemand sagt, ja, wir schreiben sinngemäß schon wieder Listen und werden uns die alle holen, wie es AfD-Politiker in Wahlkämpfen gesagt haben. Wer sagt denn das, Herr Fussi? Schauen Sie sich die Reden an. Schauen Sie sich Reden von Björn Höcke an. Ja. Björn Höcke ist ein lupenreiner Neonazi. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist kein Rechtskonservativer. Ich würde mir wünschen, dass er das anschaut. Das vielleicht überzeugt er sich vor Gericht, dass er keiner ist. Ne? Bitte, dann sage ich noch einmal, der Björn Höcke ist für mich ein lupenreiner Neonazi und lade ihn ein, mich zu klagen. Kommen wir ganz kurz nochmal... Das ist ja unbestreitbar. Kommen wir noch einmal zu diesen Wahlen, die da waren in Brandenburg und in Sachsen. Jetzt sagen viele, nicht nur die zwei Wahlen, sondern generell, was da mit der AfD passiert und dieser sozusagen Zuwachs der AfD bei den letzten Wahlen. Das ist ein bisschen Geschichte, wiederholt sich das, was in Österreich in den
90er Jahren passiert ist. Sehen Sie das auch so? Nein, der Herr Fussi hat insofern recht, dass in diesen neuen Bundesländern eine gewisse soziologische Sondersituation existiert. Die Leute haben also die Umerziehung nach dem Krieg nicht in dem Maße mitgemacht, aber der Kommunismus, und da unterschwellig haben die sich andere Denkweisen erhalten. Aber erinnern Sie das an die 90er Jahre, an die Heider-SPÖ? Schon, aber nicht eins zu eins. Die Motive sind andere. Es ist auf jeden Fall so, dass diese Leute in der DDR, die ja zugegebenermaßen weniger zum Beispiel Zuwanderer oder Migranten haben als in den westlichen Bundesländern der Bundesrepublik, dass die da besonders sensibel drauf reagieren. Dass die da wirklich einfach stärker durch ihr Wahlverhalten auch für die AfD reagieren. Und das ist natürlich ähnlich wie die FPÖ. Und das ist der Zuwachs auch, na klar, weil der Haider hat 27% gehabt und die haben jetzt auch, das ist natürlich vergleichbar. Aber insgesamt ist das eine Sondersituation und das zeigt nur, dass in der Bundesrepublik Deutschland eben ein Bedarf nach einer rechten Partei, wenn Sie so haben wollen, besteht, wo die Wähler eben darauf reagieren. In den westlichen Bundesländern etwas schwächer, in den neuen Bundesländern stärker. Aber das gibt es. Das wird ein politischer Faktor, der aus der politischen Landschaft der Bundesrepublik nicht mehr wegzudenken ist. Ist das auch ein Versagen von Angela Merkel und der CDU, dass man da eben so viel Platz gelassen hat, dass eben eine Partei wie die AfD hochkommt? Gibt es ja den berühmten Sager von Franz Josef Strauß, rechts von der CSU darf es nichts mehr geben? Also grundsätzlich einmal Stärken von rechtspopulistischen Parteien sind natürlich Parteien aus dem bestehenden System, wenn man so will, diesen Begriff verwende ich zwar ungern, aber trotzdem, dann schuld. Letztlich, um es bei Ostdeutschland konkret zu machen, es wurden die blühenden Landschaften versprochen. Man hat in Wahrheit das gesamte westdeutsche System dem Ostdeutschen übergestülpt. Und da habe ich jetzt interessante Dokumentationen gesehen. Wenn man sich vorstellt, wir würden uns mit jemandem wieder vereinigen oder was auch immer und dann gäbe es unsere Flagge nicht. Es gäbe, die Hymne wäre noch immer Wort für Wort ident mit der Hymne, zum Beispiel jetzt von Westdeutschland, das ist auch die gesamtdeutsche Hymne, ist Einigkeit und Recht und Freiheit, auch verstanden aus Ruinen aus der DDR, ist komplett verschwunden. Also alles, was sozusagen das ostdeutsche Gefühl ausgemacht hat, die führenden Betriebe sind sofort zugesperrt worden. Man hat nicht auf das Know-how Wert gelegt, weil natürlich war die DDR furchtbare Diktatur, das ist gar keine Frage. Aber etwa im Bildungsbereich, in der Medizin und so weiter, waren die nicht so schlecht. Und da hat man einfach auf sämtliche Erfahrungen dort verzichtet. So, dann haben die dort wenig Arbeit gekriegt. Wir reden bei uns, der Kurz hat gestern auch gesagt, wir schaffen den Braunkohleausstieg aus schneller als die Deutschen. Ja, aber wir haben keine Braunkohleabbaugebiete mehr, während in Ostdeutschland und im Ruhrpott, die natürlich existieren. Das sind teilweise verlorene Jahre, muss man offen sagen. Ich glaube nicht, dass das was mit rechts und links zu tun hat, weil dieselben Leute, die vorher links gewählt haben, haben dann die AfD gewählt. Sie setzen rein darauf, dass das die Veränderungsverlierer sind, sozusagen, die es zweifellos gibt. Ne? Wobei so wenig... Ja, Verlierer ist man fast so ein bisschen negativ. Ja, ich weiß schon, aber das meinen Sie. Ne? Und so blühende, so nicht blühende Landschaften, wie Sie sagen, ist es nicht. Da ist unglaublich viel passiert in den neuen Bundesländern in den letzten 20, 30 Jahren. Das darf man nicht vergessen. Und eins ist klar, die Leute wählen schon aus Protest auch gegen das Establishment. Ja. Sie wählen aber auch aus Überzeugung. Die Migrationsfrage ist, obwohl dort nicht so viel ist, schauen Sie da hohle Motivationsvorschau an. Natürlich ist das ein massives Argument für die Leute in der Gestern Region. In den Nachwahlbefragungen hat sich das nicht gezeigt. Aber wer ist denn der typische AfD-Wähler? Wer sind denn die AfD-Wähler Ihrer Meinung nach? Das wird schon ähnlich sein wie die FPÖ-Wähler. Das kann man relativ einfach beschreiben. Du hast mehrere Gruppen. Du hast einerseits tatsächlich Leute, die, Stichwort Identitätspolitik, das Gefühl haben, wie man so schön in Wien immer gesagt hat, Wien darf nicht Chicago werden, weil meine Werbekampagne der FPÖ, sozusagen Identitätspolitik, fühle ich mich fremd im eigenen Land. Das kann da auch passieren, wenn du gar keinen Ausländer in einem Dorf hast, aber in den Nachrichten ständig mitkriegst, dass es irgendwelche Konflikte gibt. Freilich. Dass man sagt, das will bei mir nicht haben. Okay, das ist es. Das heißt, es gibt durchaus, und das sind nicht einmal automatisch Rassisten, sondern das sind Leute, die halt Ängste haben, und Ängste zeichnen die eines aus, dass sie nicht rational sind, sondern eben ein Gefühl. Das andere ist natürlich, wird es überzeugte Rechte auch geben, aber ich sehe die bei der AfD deutlich in der Minderheit. Und die überwiegende Mehrzahl sind Leute, die sozusagen sich vom Abstieg bedroht fühlen. Das muss nicht einmal von Ausländern sein, das kann auch durch eine falsche Politik sein. Das kann sein, dass man das Gefühl hat, dass der Staat zu wenig tut für sie. Das kann sein, dass man, weil das Lohngefälle in Ostdeutschland wesentlich niedriger ist als im ehemaligen Westdeutschland, dass man sagt, der Wahnsinn, der Flüchtling kommt her, kriegt 800 Euro in die Hand und ich verdiene 1200 oder 1300 Euro. Natürlich. Das sind alles viele Gründe. Ich persönlich kenne das jetzt schon zu lange. Man braucht sich nur anschauen, wie volatil das erstens ist. Es kann eine andere Protestpartei entstehen, die noch lauter ist. Den Gregor, wahrscheinlich gibt es viele Leute, die den Gregor Gysi super finden und gleichzeitig auch die AfD-Kandidaten dort, weil es darum
gehen, sozusagen seinen Protest und seine Unzufriedenheit zu äußern. Was ich positiv erwähnen möchte zum Abschluss ist, dass die Wahlbeteiligung in beiden Bundesländern deutlich gestiegen ist. Und das muss man der AfD, so blöd es klingt, zugute halten, weil es der AfD ist es gelungen, ja, jetzt kann man über das Wahlergebnis jammern, aber der ist es gelungen, massive Nichtwähler zu mobilisieren. Und wieder sozusagen ins politische System hereinzuholen bei Wahlen, das halte ich nicht für die schlechteste Entwicklung, weil diese Leute, die jahrelang daheim geblieben sind, gehen jetzt einmal hin, äußern ihren Protest und wenn die anderen das verstehen, was da passiert ist, dann müssten sie genau die Gründe analysieren, warum wurde Protest gewählt und was können wir dagegen tun. Ja, sehen Sie, um da auch eine abschließende Bemerkung zu machen, schauen Sie, Sie sagen, das sind nicht genuin rechte Wähler, nein. Das kann schon sein. Nur in dem Maße, wie die AfD medial als rechtsextrem verteufelt wurde, weiß jeder, der die AfD wählt, was das angeblich für eine Partei ist. Also zu sagen, das wären Leute, die nicht mit rechts nichts am Hut haben, das ist ein Blödsinn. Sehen Sie die AfD eigentlich als Schwesterpartei der FPÖ? Ja, sicher. Schauen Sie, der Hund ist der, oder das Problem ist der bei der AfD, das ist eine junge Partei, die schlagartig irrsinnig schnell gewachsen ist, im Gegensatz zur FPÖ, die eine Traditionspartei auch ist, ne, die auf ein Lager 150er zurückgreifen kann und der Vorgängerparteien. Und bei der AfD weiß natürlich bei vielen Leuten nicht, woher die kommen, was sie sind. Bei vielen weiß man es. Naja, bei vielen eben nicht. Ne? Und der Hund ist der, bei allen rechten Parteien in der Bundesrepublik waren also Informanten, Faulen, Leute und drinnen und das sind vielleicht auch unsere. Ich gehe davon aus, dass die meisten hervorragende Leute sind, ne? Aber da wird es sicher auch Spitzel geben, da wird es Informanten geben, da wird es sicher halbseitige Persönlichkeiten geben. Das ist bei einer jungen Partei unausweichlich und bis so eine Partei sich professionalisiert und wirklich seriös in der Lage ist, dauerhaft seriöse Politik zu machen, das dauert eben. Aber Sie sehen die AfD innerhalb des Verfassungsrahmens. Ja, natürlich. Ja vorher. Wenn das nicht so wäre, dann... Ich sehe es in Teilen natürlich aus. In einem Parallelen zur FPÖ gibt es natürlich auch. Auch die FPÖ ist bis zur Übernahme von Jörg Haider 86 als Nachfolger von Norbert Steger gab es auch diese Lagerkämpfe. Natürlich einerseits der deutschnational dominierte Bereich, wenn man so will, mit den Proletenburschenschaften. Und dann gab es sozusagen diesen alten... Die jetzt auf den Kickel stehen. Und dann gab es das Lager... Naja, weil sie sehr für die scharfe Politik sind. Und dann gab's Und dann gab es die Honoratioren. Und bei der AfD ist es genau dasselbe. Ich glaube, es gibt kaum eine Partei, die bei ihrer Gründung so viele Universitätsprofessoren hatte in den ersten Komitees wie die AfD. Und deswegen finde ich es lustig, wenn Sie jetzt den Begriff Schwesterpartei bejahen, Herr Mölzer, weil die AfD wurde in ihrer Gründung der stärkste Flügel am Anfang, war eigentlich der Anti-Euro-Flügel. Das war damals, das wenn Sie sich erinnern, mit den Griechen- und Hilfspaketen, die waren ganz klar für den Austritt aus dem Euro. Jetzt, wenn es die Schwesterpartei ist, stellt sich die Frage, kommt es jetzt wieder zu einer Rückpositionierung unter Norbert Hofer und ist man jetzt wieder für den Euro-Austritt oder gar für den Austritt aus der Europäischen Union? Das ist ja ein Faktor, der zeitbedingt war bei der AfD und der jetzt keine große Rolle mehr spielt, ne? Und auch bei der FPÖ keine Rolle spielt. Also ein Öxit oder ein Dexit ist kein Thema. Ne? Kommen wir abschließend noch zur SPD. Die ist zwar in Brandenburg Erste geworden, hat dort aber auch stark verloren. Und in Sachsen ist man überhaupt hinter Grüne und Linke zurückgefallen. Ja. AfD und CDU sind überhaupt weit vorne. Was heißt denn das für die SPD? In Ostdeutschland sind die, muss man sagen, de facto überhaupt nicht mehr präsent. Das muss man wirklich... Also Ostdeutschland, wenn man es historisch betrachtet, wer war der Heilsbringer für die Ostdeutschen bei der Wiedervereinigung? Das war nicht die SPD, das war der CDU-Kanzler Helmut Kohl. Der wurde gefeiert, der wurde auch gewählt nach der Wende in weiten Teilen. Nach der alte Willy Brandt. Schon, aber 89. Vergessen. Ja, aber 89. Kanzler war Kohl. Der Einigungskanzler war Kohl. Das andere ist, es ist ja nicht nur so, es klingt jetzt so, ja, die SPD ist da, das ist in Tirol, ist die SPÖ auch hinter den Grünen. Okay. Aber was wirklich schlimm ist, wenn man sich vergewissert, dass die SPD, die Grünen und die Linke gemeinsam weniger Stimmanteil haben als die AfD. Ja, das ist bedenklich. Das hat schon eine Aussagekraft. Nein, das hat aus jeder Demokratensicht etwas Bedenkliches, wie ich finde. Aber die SPD ist in einer tiefen Krise. Man muss sich jetzt noch anschauen, Jan Böhmermann hat sich auf dieses Kandidatenrennen für die Vorsitznachfolge draufgesetzt. Und das Lustige ist, der postet dann so Sachen, wer von euch ist für 100% die Erbschaftssteuer und 80% geben in der Umfrage ja an. Und die SPD muss sich eigentlich bis auf den Halsnacken anscheißen vor lauter Angst, dass der tatsächlich einmal politisch was macht. Die SPD ist in einer tiefen Krise, so wie alle anderen.
anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa auch. Bis auf Portugal. In Portugal legen wir in die Umfang die ganze Zeit zu. Warum? Weil dort entschlossen progressive Politik gemacht wird. Und in Dänemark, aber in Dänemark wieder andere, weil in Dänemark hat man teilweise Positionen sozusagen des Herrn Mölzer übernommen im Integrationsbereich. Gut für Dänemark. Ich habe extra in Dänemark angerufen und sie empfohlen, also das passt eh. Aber solange die SPD nicht von diesem klar bricht, mit diesem dritten Weg, der unter Tony Blair und Gerhard Schröder etc. begonnen wurde, geht da halt auch nichts weiter. Darf ich einhaken? Bitte gerne. Ich meine, apropos Böhmermann, die Zeit für Kabarettisten in der Politik ist überhaupt blendend. Sollte was machen? Nach Polen schauen, nach Slowenien schauen und ich meine, die Krillo-Bewegung ist ja eigentlich... Island ist sogar... Also es ist unglaublich, ich wünsche den Deutschen auch endlich einen Kabarettisten. Aber es gibt leider keine Rechten, die lustig sind, sonst geht das ja auch. Außer mir gibt es kaum welche. Wirklich? Das stimmt. Ja, kaum. Jetzt bezeichne gegenüber den Freunden unsere Diskussion immer eher als Kabarett wie als Polit-Talk, ne, muss ich zugestehen. Ich würde Ihre inhaltlichen Aussagen jetzt nicht so qualifizieren, dass sie nur unterhaltsam sind. Herr Fussi, nein, bitte nur gern. Nicht, aber auch. Ne. Okay. Schauen Sie, aber die Sache mit der Sozialdemokratie ist die, es gibt natürlich eine europaweite Krise der Sozialdemokratie, die fast durchgängig bis auf einige Ausnahmen da ist. Und wir waren uns einig in zahlreichen Diskussionen schon vorher, dass dieses linke Lager natürlich wie kommunizierende Gefäße funktioniert, auch in Österreich. Ne. Wenn die Grünen stark sind oder die Linkspartei in Deutschland auch, dann ist die Sozialdemokratie schwach. Das heißt, das Lager bleibt in etwa gleich, ne? Wobei in Sachsen ist er Sonderfall. Nicht zwingend, aber ähnlich, ne? Sachsen ist er Sonderfall. Das ist immer ein rechtes Land worden. Ne? Es wird jetzt kaum ein FPÖ-Wähler, der anders sich entscheidet, was anderes wählen als... Ja. Genau, der wird dann Sebastian Kurz wählen oder... Nicht-Wähler sein. Und das ist natürlich die Krux der Sozialdemokratie. Sie haben schon recht. Ich meine, wie weit das der Weg eines Tony Blair und so weiter ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber die Frage ist die, wie attraktiv ist die Sozialdemokratie von ihren Programmen und von ihren Spitzenfiguren. Und da hat sie im Moment scheinbar... Vergessen Sie mal die Glaubwürdigkeit. Ja, ja. Übrigens, apropos Glaubwürdigkeit, und wenn Sie sagen, das ist ein Kabarett, unsere Diskussion, mir erinnert unsere Diskussion oft ein bisschen an eine Paartherapie, insofern das Boot von Norbert Hofer jetzt. Haben Sie jemals so etwas Kleinliches gesehen wie jemanden wie Norbert Hofer, der sich den Sebastian Kurz sogar so auf die Brust wirft, indem er ein Fernsehspot macht und sagt, ja, wir haben Beziehungsprobleme, Satire, die nicht unbedingt unwitzig ist. Okay, das ist Pinkerfelder Kabarettfestspiel. Ein gutes Stichwort, denn wir sprechen gleich über den Wahlkampf. Spätestens seit dieser Woche ist er jetzt voll angelaufen. Für wen läuft es gut, für wen läuft es schlechter? Wir sprechen über Sebastian Kurz und wir sprechen über die Koalitionen, die nach dieser Wahl möglich sind. Wie schaut es mit Türkis-Blau aus? Oder sind die Chancen da jetzt doch eher, wie viele Experten sagen, deutlich schlechter geworden? Nach einer ganz kurzen Pause sind wir gleich zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, wir sind zurück bei Fellner live mit Rudi Fussi und Andreas Mölzer. Kommen wir zum Wahlkampf in Österreich. Der ehemalige Bundeskanzler, ÖVP-Chef Sebastian Kurz, heute beim ORF-Sommergespräch aufgetreten. Jetzt macht er eine große Tour, wo er 100 Reformen vorstellt. Wahlkampfauftakt in jedem Bundesland an 3 Tagen lang. Die SPÖ hat gerade ihre 2. Plakatwelle veröffentlicht. Über das Video von Norbert Hofer mit einem Sebastian Kurz-Double haben wir auch schon kurz gesprochen. Der Wahlkampf ist voll angelaufen, muss man sagen. Spätestens mit dieser Woche, mit dem Schulstart. Wer macht denn bisher eine gute Figur und wer macht keine, Herr Mölzer? Naja, schauen Sie, das kann man noch gar nicht sagen, weil alle in der Startphase sind. Man merkt auf jeden Fall von der ÖVP, um damit anzufangen, dass die jetzt voll Gas geben und drauf sind, ne? Dass der Sebastian Kurz einerseits alle Talkshows und so weiter bestreitet. Haben sich die wieder ein bisschen erfangen, Ihrer Meinung nach? Ja, schon. Das Gefühl habe ich schon. Ne? Dass sie das, was in der Vorwahlkampfphase und seit dem Sommer, wo es an Fehlern passiert ist, dass sie versuchen, das jetzt vergessen zu machen. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Ne? Aber Kurz wird mit der vollen Medienunterstützung, die er sich organisiert, natürlich da hohe Präsenz haben. Und dazu wird er diesen Überlandwahlkampf führen, wo er halt sogenannten zu den Leuten geht. Ne? Und da weiß ich nicht, ob die anderen mithalten können. Von der FPÖ glaube ich, dass Hofer halt einfach die Fernsehgeschichten machen wird und Kickl bei den Leuten draußen ist. Ne? Sie wissen eh, eine Versammlung mit 800 Leuten, ne, ersetzt natürlich nicht einmal einen kleinen Medienauftritt. Ne? Das ist klar. Also ich weiß nicht, ob man nicht Kickl auch öfter in den Medien bringen sollte, ob das nicht gut wäre. Weil die Teilung der Law and Order-Mann, ne, der Sicherheit plakatiert und auf der anderen Seite der freundliche, freiheitliche, der Fairness und Heimatverbundenheit plakatiert, ist nicht dumm. Ne? Das finde ich an sich gelungen. Man wird sehen. Dieses Video, ja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich finde es witzig. Na, aber ja, wie gesagt, Zeiten fokussierter Unvernunft, Wahlkämpfe sind eben so. Ne? Und die SPÖ,
Ich weiß nicht, ich habe noch immer das Gefühl, dass die Randy Wagner nicht so authentisch wirkt, dass sie irgendwas ist, nicht unsympathisch, sie kämpft sich rein, aber Ansagen, weißt du, dass man sagt, na, wir kämpfen um die Führungsspitze und um den Durchmarsch, das ist irgendwie so relativ wenig glaubwürdig und das ist auch nicht authentisch. Also ich habe das Gefühl, dass die SPÖ noch immer Probleme hat und dass dieser Kampf um Platz 2 wirklich noch offen ist. Ne? Dass der Kurz gewinnt, sagen ja alle Umfragen. Ne? Die Frage ist, in welchem Maße? Ne? Die Frage ist, in welchem Maße? Und die SPÖ, ja, das ist, wird wirklich maßgeblich sein. Gutes Stichwort. In welchem Maße? Was ist denn für Kurz und die ÖVP bei dieser Wahl drin? In den Umfragen liegen sie jetzt so bei 36-35%, nicht bei den 40, die man sich erhofft hat. Es gibt aber wieder, wirkt so, und das sieht man eigentlich auch in den Umfragen, einen leichten Aufwärtstrend. Also die Talsohle dürfte man durchschritten haben, oder wie siehst du das? Ja, differenziert auf jeden Fall. Also was Kurz macht, ist jetzt, er macht einen Wahlkampf ohne ein Risiko einzugehen. Er wiederholt die Dinge, die er im letzten Wahlkampf gemacht hat. Plötzlich gibt es jetzt wieder die Balkanroute, die wieder offen sei. Jetzt weiß ich nicht, das letzte Mal, der behauptet, er hat sie geschlossen, jetzt ist sie wieder offen. Kommen Flüchtlinge auf Bestellung, um Sebastian Kurz zu helfen oder was? Sie durchschaut diese Verschwörungstheorie nicht ganz. Der Kurz macht in Wahrheit im Wahlkampf nur seichte Themen, das Bargeld in der Verfassung, Bundesligaspiele im Fernsehen frei zugänglich für jedermann. Jetzt hat er wieder das Kopftuchverbot angerissen, das in einem 8,5-Millionen-Land ungefähr 12,5 Mädchen betrifft. Also da ist nichts. Und die 100 Projekte sind in Wahrheit 1:1 das türkis-blaue Regierungsprogramm. Also schwierig. Ja, Entschuldigung, ich bin noch nicht. Ja, klar. Sofort. Oder werfen Sie ein, ja, wir werfen ein. Es ist interessant, dass er alle die Dinge, die Sie mit der FPÖ paktiert haben, nämlich jetzt Taskforce zur Bekämpfung des Sozialmissbrauchs durch Zuwanderer und so weiter, dass er das jetzt wieder thematisiert, obwohl er gesagt hat, beim Ende der Koalition, das ist alles widerlich, das ist alles widerlich. Und ja, jetzt thematisiert er wieder. Nicht nur das, sondern man muss sich mal die Chutzpe vorstellen, dass der ÖVP-Generalsekretär behauptet, die Tatsache, dass auf Herbert Kickls Plakaten steht, einer, der unsere Sprache spricht, sei dem Umstand geschuldet, dass irgendein ominöser Freiheit in derselben Druckerei gewesen sei, wo auch die ÖVP-Plakate gedruckt wurden, hat halt vergessen, dass der Spruch einer, der unsere Sprache spricht, von Kickl erfunden wurde und Jörg Haider umgehängt wurde. Erfunden wurde vom Rumpold. Oder Gernot Rumpold, der jetzt wieder um die Strache berät. Also der Kurz macht, geht kein Risiko ein, spielt sein Spiel, fährt aufs Land, sagt, ich bin der Einzige, der euch versteht mit den frisch manikierten Fingernägeln, der Bub vom Land, gratuliere. Die SPÖ, das Authentizitätsproblem, das Sie angesprochen haben, ja, das sehe ich in Teilen auch. Ich muss aber fairerweise sagen, dass heute vor einer Woche im Sommergespräch meine Erwartungshaltung war, dass Randy Wagner wieder mal ein Interview so machen wird, dass man sagt, na gut, nicht gepunktet, wenn, dann eher versemmelt. Dadurch, dass die Erwartungshaltung eine niedrige war, fand ich sie im Sommergespräch letzte Woche wirklich gut. Und ich glaube, dass das parteiintern jetzt, weil da gibt es ja viele, die sagen, naja, das ist nicht die richtige, jetzt nicht mehrheitlich, aber es reicht, wenn es ein Viertel der Partei oder 20% sagen, sprich ein Fünftel, dass die jetzt sagen, na hörst du, so schlecht war das nicht. Mhm. Bei der FPÖ glaube ich einfach, da teile ich im Befund ein wenig, dass die FPÖ gut beraten wäre, Herbert Kickl stärker medial zu positionieren, weil ich glaube, dass er im Zweifel der stärkere Trumpf ist. Aber worum es jetzt geht und wenn sich viele Zuschauer fragen, warum macht der Hofer dieses Video, wo er sich dem Kurz an die Brust wirft, warum plakatiert die FPÖ diese Koalition für unsere Heimat fortsetzen, auf der einen Seite, und warum geht dann der Kurz her, macht FPÖ-Politik, flattert sogar FPÖ-Sprüche, setzt auf Kopftuchverbot etc. Das ist relativ einfach, weil Sebastian Kurz die Hoffnung hat, dass die ÖVP das letzte Mal massiv aus dem freiheitlichen Lager Stimmen gewonnen hat, diese Stimmen halten kann. Umgekehrt versucht Norbert Hofer die Strategie zu sagen, schaut einmal, wie falsch der eigentlich ist, wenn ihr wollt, dass diese Politik weitergeht, dann dürft ihr nicht den Kurz wählen, dann müsst ihr mich wählen. So, das heißt, du hast die FPÖ und die ÖVP gegeneinander, die um dieses Segment kämpfen. In diesen Kampf kommt die Randy Wagner inhaltlich politisch nur schwer. Also versucht man es mit dem Slogan Menschlichkeit siegt und sagt, es geht nur gemeinsam weiter, während Kurz und Strache, das sagt sie leider nicht deutlich genug. Ist es gelungen, deiner Meinung nach? Ich hätte es nicht so gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wenn man es schon macht und sagt, ich gehe auf die Metaebene, auf Werte, dann müsste ich den anderen vorwerfen, die Gesellschaft zu spalten, weil dann wäre der Gegenbezug sozusagen dazu, wer Menschlichkeit siegt, wir müssen das gemeinsam machen. In Amerika gibt es ja viele Kampagnen, we are in this together, stronger together, war der Spruch von Obama bei der zweiten Kandidatur.
Also unspannend, ich meine, kochen ja alle mit Wasser, muss man sagen. Aber was ich interessant finde, ist, wie deutlich Kurz tatsächlich es darauf anlegt, die gewonnenen FPÖ-Wähler vom letzten Mal zu halten. Das nimmt natürlich all jenen, die jetzt den Wunsch haben, dass es nicht Schwarz-Blau gibt, sondern, sagen wir, Schwarz-Grün, die können den Kurz nicht wählen, wenn der gleichzeitig offensiv FPÖ-Politik fordert. Und eins möchte ich schon mal wissen von Herrn Kurz, und damit höre ich schon wieder auf in der Einschätzung. Ich verstehe das nicht, dass sich der ehemalige Bundeskanzler nach dem Ibiza-Video hinstellt und sagt, mit dieser FPÖ geht es nicht, die FPÖ kann es nicht. Heute haben wir wieder gehört, und wir haben es gestern auf Puls 4 auch gehört, er schließt niemanden aus. Ja, wenn es niemand kann, wenn es die FPÖ nicht kann, und wenn die FPÖ böse ist und der Herr Strache wollte die Republik verscherbeln, warum schließt das dann nicht aus? Also das ist, der Kurz wird immer mehr zu durchschaubaren Marketingfigur, aber eine sehr beliebte Marketingfigur. Schauen Sie, Herr Fussi, Adenauer, was kümmert mich mein Unsinn von gestern? Das ist scheinbar eine politische Maxime, nicht nur bei einer Partei, sondern bei allen völlig wahrscheinlich. Richtig. Und es ist natürlich auch so, ich habe das Gefühl, dass die maßgeblichen Kräfte in den Medien, in der politischen Landschaft, in den Parteien massiv auf eine Wiederbelebung der schwarz-roten oder türkis-roten Koalition hinarbeiten. Das Gefühl hat man, und das ist auch, meine Freunde schätzen die Chance auf die Wiederbelebung von türkis-blau zunehmend geringer ein. Das ist die Realität. Allerdings glauben Sie noch an Türkis-Blau mittlerweile? Naja, die Chance ist wahrscheinlich 20-30% noch. Mhm. Also sie ist zunehmend geringer, als es noch vor einem Monat oder was der Fall war. Kommt, wie gesagt, das Wahlergebnis drauf an, das ist klar. Aber schauen Sie, was für Dissonanzen zwischen SPÖ und ÖVP gehen. Wie groß der Hass der Türkisen auf die SPÖ war. Schauen Sie das Hörbiger-Video, wie die also auf die SPÖ losgeht, wegen der Abwahl, wegen des Misstrauensantrags und. Aber auch da, das ist Dirty Campaigning gewesen. Ja, aber auch da gilt dieser Spruch, was kümmert mich mein Unsinn von gestern, ich bin überzeugt, dass Rot und Schwarz, wenn es darum geht, sich die Macht zu sichern, wenn es darum geht, die Jobs, das Geld und alles wieder aufzuteilen in dieser Republik, dass die sagen, das geht. Wir haben gestritten, kann ich mir gar nicht vorstellen, wir waren doch immer beste Freunde. Und ich fürchte, wir stehen vor einem Revival der alten Koalition, weil groß ist sie ja nicht mehr. Sagen Sie ein Wort bitte. Faulbett-Koalition. Nein, weil die ist Kamott. Die ist Kamott, Herr Fussi. Schauen Sie, da stehen die Sozialpartner dahinter, da steht die Gewerkschaft dahinter, da steht die Industriellenvereinigung dahinter, fast alle Medien plus minus. Ne? Und das Ausland findet es auch freundlich. Ist doch für einen Kurz Kamott. Aber ja? Ganz ehrlich einmal, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass vor allem jene Medien sich gedreht haben und jetzt Kurz sozusagen ausrichten, mit dem Blauen geht es nicht, die zuerst die Wende zu Türkis-Blau herbeigeschrieben haben. Vielleicht könnte es damit zu tun haben, dass die FPÖ doch aus eigener Schuld aus dieser Regierung geflogen ist. Also jetzt so zu tun, das geht einfach nicht. So dumm bin ich nicht, um der FPÖ jede Schuld abzusprechen an dem Scheitern der Koalition. Davon bin ich überzeugt. Das ist ja klar. Aber, ja, das ist lieb von Ihnen. Ja. Aber es ist natürlich schon so, dass da Machtspiele betrieben werden, auch mediale Machtspiele. Läuft es in Richtung Türkis-Rot derzeit? Glaube ich nicht. Ja, was ist deine Einschätzung? Ich glaube noch immer an Türkis-Blau. Aus dem einfachen Grund, weil die inhaltlichen Hürden zwischen Schwarz und Grün, also Türkis und Grün, so wie sich ausgeht, sind bei also 20% Parteiüberschneidung, 50% Überschneidung in der Programmatik von SPÖ und ÖVP, 80% Überschneidung von FPÖ und ÖVP. Wird stimmen. So, also das ist relativ logisch. Inhaltlich ist die Frage ganz einfach zu beantworten, das ist das einzig Logische, die Fortsetzung dieser Regierungskoalition. Das heißt, wenn wir jetzt da als Analysten sitzen und versuchen, den Leuten zu erklären, was wir als Expertinnen und Experten glauben, dann kann man nur eins sagen, das Interessanteste ist, mit welcher Strategie Sebastian Kurz versuchen wird, den Österreichern zu erklären, dass es leider nur die Möglichkeit für Türkis-Blau gegeben habe, weil die böse SPÖ wollte den 12-Stunden-Tag zurücknehmen und will auch gegen die Ausländer und die Asylanten nichts tun. Und mit den Grünen, der Klimaschutz wäre so wichtig, aber das sind so viele, Fussi, diese Haarstraffiken und so, das kann man, überhaupt nichts. Das kann man aber umdrehen auch. Ne? Natürlich, mit welcher Strategie wird der Kurz das den Österreichern erklären, dass sie zwar für Schwarz-Türkis votiert hätten, aber warum es halt mit dieser bösen FPÖ nicht geht. Da reichen 15 Sekunden Ausschnitt aus dem Ibiza-Video. Ja, da braucht er nicht viel erklären. Ja, das ist der Vorteil. Das greift nicht mehr ganz so. Also ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, wenn da jetzt massiv was rauskommt noch vor der Wahl, dann wird das so sein. Meine Sorge ist eher eine andere. Ich glaube, dass der Kurz sogar versuchen wird, die FPÖ zur Duldung einer Minderheitsregierung zu überreden.
Kann ich mir nicht vorstellen. Na, dass er es versuchen wird, Sie können nur kann beantworten, ob die FPÖ sozusagen das nimmt. Aber Sie meinen, die FPÖ wird nicht zustimmen. Wozu? Für welchen Preis? Was hätte die FPÖ davon? Na, was hätte sie davon? Schauen Sie, 1970 bei Kreisky war es das Wahlrecht, das war ein massiver politischer Preis. Und hat gesagt, okay, wir tun das, dafür gibt es das Wahlrecht, das kleineren Parteien das Überleben so sichert. Ne? Welcher Preis sollte denn heute bezahlt werden? Die Ruhm und Ehre des Sebastian Kurz? Nein, aber okay. Wenn man weiß, wie sehr, wenn man sich die Casinos Austria und andere Besetzungen im staatlichen Betrieben anschaut, die von der FPÖ in einer Professionalität durchgeführt würde, die man nur bewundern kann, nämlich so, dass auf offener Bühne jeder mitkriegt, dass man sich so ungefähr den Fähigsten in der eigenen, Unfähigsten der eigenen Mannschaft nimmt und dann schaut, ob man den noch wo reindrucken kann. Ja, also ich glaube schon, wenn man der FPÖ Posten anbietet, nur die FPÖ wird das nicht machen. Ich habe die große Sorge, dass Kurz und Neos, die ja gemeinsam auf einer Linie sind in sehr vielen Fragen, ja, Kurz betont es die ganze Zeit, auch bei undemokratischen Forderungen wie der Kürzung der Parteienförderung, die nichts anderes bedeuten würde, als dass keine Neugründung eine Chance hat und dass kleine Parteien einen massiven Wettbewerbsnachteil hinnehmen müssen, während große und spenderorientierte Parteien wie die Kurzpartei einen Vorteil hätten. So, ich glaube, es wird unmittelbar damit zusammenhängen, wie viele Mandate Überhang es mit Schwarz-Grün gibt. Werner Kogler will mit dem Kurz sicher nicht koalieren und auch die Grünen wollen das nicht. Nur man wird Gespräche führen und dann wird man, wenn dann Werner Kogler zum Beispiel sagt, wir wünschen uns die Abschaffung der Mindestsicherungskürzung bei den Kindern, da wird Kurz kein Problem haben. Na, schauen Sie, das Gleiche wie 2002. Da hat der Schüssel auch mit den Grünen verhandelt. Was hat er dann getan? Es kommt schon drauf an. Wer hat sich damals sehr billig verkauft? Die FPÖ, oder? Naja, natürlich. Das ist eben die Frage, wer für den Kurz ein billiger Koalitionspartner ist. Wenn es die SPÖ billig gibt, glaube ich, hat sie die besten Chancen. Wenn es die FPÖ billig gäbe, konjunktiv, gäbe, was sie nicht tun wird, weil sie keine 10% wie 2002 haben wird, dann schaut es natürlich so aus. Wird es die SPÖ billig geben? Es gibt ja einige, die sagen, die wollen unbedingt regieren, die SPÖ. Es gibt, also erstens, die SPÖ ist keine Oppositionspartei, sage ich immer, sondern ist eine Regierungspartei. Zweitens, es gibt maßgebliche Landesverbände, die genau wissen, dass wenn man unter Sebastian Kurz als Juniorpartner in eine Koalition ginge, dass das der Partei massiv schaden würde. Das heißt, da reden wir dann nicht mehr von 24% oder 22%, da gibt es den Zweier nicht mehr. Es gibt ja manche, die sagen, der Kurz macht Türkis-Rot, weil er damit der SPÖ am meisten schaden kann. Na, selbstverständlich. Also die Umarmung des Stärkeren ist das eine. Dann hast du die Spezialsituation Wien. Es gibt ja auch Gerüchte, sozusagen, dass es den Doppeldeal gibt mit der Buris, sozusagen, man macht im Bund Türkis-Rot und dafür in Wien Rot-Türkis. Auch diese Gerüchte gibt es bereits. Ich halte jetzt nicht für wahnsinnig wahrscheinlich, dass es paktiert wird, aber ich halte es für möglich, dass es kommt. Wobei, und da fällt mir das Bonmont vom Gusenbauer ein, der immer gesagt hat, die SPÖ Wien war immer in ihrer Geschichte notorisch gegen jede Regierungsbeteiligung der SPÖ im Bund, egal ob als Junior- oder Seniorpartner, weil man sich viel leichter tut, wahlzukämpfen, wenn man im Bund in der Opposition ist. Das ist auch so. Also, aber es gibt Kräfte rund um Randy Wagner und andere, man braucht sich nur anhören, wer sich da sonst so äußert, die natürlich in eine Koalition wollen. Strategisch ist das nicht zu empfehlen. Abgesehen von meiner persönlichen Meinung, aber ich glaube nicht, dass die SPÖ so schlecht, wie sie aufgestellt ist, personell, inhaltlich, Bestand in der Kommunikation kann, Bestand haben kann, neben so einer perfekten Marketingmaschinerie. Da hat sich die FPÖ schon schwer getan. Da, glaube der Herbert Kickl hat 36 Kommunikatoren angestellt gehabt im Innenministerium, während der Vorgänger, glaube ich, 4 hatte. Und das hat auch nicht gereicht. Also ich glaube, die SPÖ tut sich keinen Gefallen, wenn sie es macht, aber einen Punkt gibt es halt, den kannst du nicht wegdrücken. Das ist die sogenannte, oft verwendete, aber trotzdem vorhandene staatspolitische Verantwortung. Weil ich kann nicht hergehen und sagen, ich bin total gegen Türkis-Blau und dann Verhandlungen über Türkis-Rot ablehnen. Das wird nicht funktionieren. Und man kann ja nicht sozusagen von der ÖVP verlangen, dass 100% des roten Programms umgesetzt werden, wenn man in eine Koalition geht. Das heißt, es ist eine schwierige Frage, eine Abwägungsfrage. Ich persönlich sehe jetzt im Moment von der SPÖ-Chefin keine roten Linien hingelegt, die die ÖVP nicht nehmen kann. Und ich glaube, die Tatsache, dass es diese roten Linien öffentlich noch nicht gibt, hat damit zu tun, dass es einen großen Wunsch gibt, nachher in konkrete Verhandlungen zu treten und zu einem Ergebnis zu kommen. Dazu kommt es ja mit Sicherheit. Andreas Mölzer, Rudi Fussi, vielen Dank. Wir sind schon am Ende angelangt, machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück, und zwar mit den aktuellsten Nachrichten des Tages.